bitches. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hide and Seek auf dem The Hive Server. Ja, lang ist es her, ich glaube schon 5-6 Monate. Und heute ist tatsächlich meine 2 Millionen Punkte Runde am Schdissel. Ihr seht, ich habe 1.999.950 Punkte. Das bedeutet, ich brauche noch 50 Punkte. Und falls jemand von euch sich etwas mit Hide and Seek auskennt, wird er wissen, dass ein Seeker-Win genau 50 Punkte sind. Das bedeutet, dass ich mich jetzt selber verbrenne, wie ich sonst auch immer mache. Aber mein guter Freund James wird dann für mich seeken und dann hoffentlich auch gewinnen, sodass ich meine 50 Punkte bekomme und genau 2 Millionen Punkte habe, weil das wäre einfach Swag des Todes, würde ich mal behaupten. Ja, einige von euch werden sich sicher die Frage stellen, Erik, bist du komplett bescheuert, dass du so viel spielst? Und ja, was soll ich sagen? Ja, stimmt schon irgendwo. Mir fällt gerade auf, dass dieser Shader irgendwie echt gelb ist, der gefällt mir gar nicht mal so gut. Ich nehme mal den Ultra-Shader, der geht eigentlich klar. Okay, wobei, auch nicht so wirklich. Nehme ich Naruto Plays, geht das besser? Ja, okay, der geht doch schon. So, ja, also ich habe jetzt halt nochmal doppelt so viel Genolife wie das letzte Mal. Also ich habe ja früher relativ viel halt in Sieg gebracht. Und dann auch halt die 1-Million-Punkte-Runde vor 6 Monaten. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Und seitdem habe ich dann quasi nochmal doppelt so viel gespielt. Und ja, jetzt meine 2 Millionen Punkte am Stissel. Und ihr seht es auch, ich habe schon fast 10.000 Wins. Ich wollte das eigentlich auch nochmal aufnehmen. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Ideen oder was auch immer, irgendwas zu den 10.000 Wins, dann schreibt mir das, weil das werde ich dann auf jeden Fall berücksichtigen. Zum Beispiel, falls ihr möchtet, dass ich mit einem Texturenpack spiele, was ich nicht kenne, oder eine Challenge mache, irgendwie F5 oder sowas, oder mit irgendjemandem aufnehme, könnt ihr mir das alles schreiben. Ich versuche das dann zu berücksichtigen, sofern es mir möglich ist. Und ja, ansonsten, ja, ich kann jetzt hier eigentlich nur rumlaufen, weil ich halt darauf warte, dass ihr die Runde gewinnt. Das ist jetzt ein bisschen unspannend, vor allem ich werde einfach rumgemoved, ich raste gleich komplett aus. What the fuck, Alter, reicht langsam, wer moved mich da die ganze Zeit? Naja, auf jeden Fall, ja, ich komme einfach gerade selber nicht so drauf klar, wie viel ich einfach Hide and Seek spiele. Ich meine, 2 Millionen Punkte in Hide and Seek, das ist so krass. Und vor allem, ich habe ja auch fast 1 Million Tokens. Und das werde ich jetzt auch versuchen zu erreichen. Das wäre nämlich ganz nett eigentlich. Und ja, also ich verstehe echt nicht, wie ich so viel spielen konnte. Also ich lese immer wieder Kommentare bei der, also zum Beispiel bei der 1 Million Punkte und lese ich immer Kommentare so, wie viel spielst du das? Wie kannst du so viel spielen und sowas? Und es schreiben mir auch immer wieder Leute in Skype und da haben wir auch schon gewonnen. Und da haben wir die 2 Millionen Punkte. Oh mein Gott, es sieht so swaggy einfach aus. Es ist der Wahnsinn. So, ja, endlich 2 Millionen Punkte, ich kann schlafen gehen, das ist nämlich schon 11:30 oder so und meine ganze Familie ist im Bett, deswegen bin ich auch gerade nicht so laut. Ich churn nochmal hier gerade mal irgendwo rein und oh mein Gott, Leute, guckt euch diesen Swag an, das ist ja nicht in Worte zu fassen. Und mein guter Freund James hat für mich gesiegt, er ist übrigens nicht dabei, weil er halt nicht Deutscher ist und deswegen wäre das natürlich ein bisschen uncool und ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Runde soweit gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt doch einfach mal Hashtag James in die Kommentare für meinen guten Freund, der mir jetzt geholfen hat, die genau 2 Millionen Punkte zu erreichen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, war jetzt relativ kurz, ich weiß, aber naja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und wie gesagt, 10.000 Wins Runde, schreibt mir irgendwas auf, was ihr wollt und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Leute, haut rein und ciao, ciao.